geht darum, warum Gott mich verlassen hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Gott hat mich verlassen, Gott ist da und aufgrund meiner Erkrankung, ich sitze ja im Rollstuhl, friedreiche Ataxie, habe Krebs gehabt vor ein paar Jahren, Lungenriss hatte ich auch noch, ist alles nicht so schön, weiß ich, aber Leben geht weiter und man muss immer das Beste sehen. Ich sage es immer so, jeder hat sein Kreuz zu tragen und ich habe eben auch viel Glück gehabt mit Familie, mit Freunden, im gesundheitlichen Bereich dafür ein bisschen Pech gehabt, aber das gehört dazu. Ne? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Das Leben ist so, wie es kommt und nehmt es so. Also, macht ein bisschen raus. Die Frage, was Ostern, was die Auferstehung für mich bedeutet, ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie ich zunächst dachte. Ich glaube, dass das wirklich das größte Geschenk nach der Schöpfung selber ist, das Gott uns gemacht hat. Wir haben uns ja schon im Paradies nicht an die einzige Regel halten können und es gab nur eine, geh nicht da dran, haben wir nicht hingekriegt. Und Gott gibt seinen Sohn, damit er unsere Sünden stellvertretend sühnt. Er bezahlt im Prinzip unsere moralischen Strafzettel. Und dann zeigt uns Gott, dass die Kreuzigung, der Tod, das Leid, was wir dann erfahren, nicht das Ende ist, sondern er holt seinen Sohn am dritten Tage nach der Kreuzigung zu sich. Er lässt ihn auferstehen und er gibt uns Hoffnung. Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, Hoffnung auf ein Leben mit ihm. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, häufiger als an Ostern daran zu denken und Gott beständig zum Teil meines Lebens zu machen. Am Sonntag in der Kirche. Erzähl doch noch mehr. So.